Also ich habe tatsächlich sogar die Info, dass man durch einen außenliegenden Sonnenschutz, also zum Beispiel die Jalousie, bis zu 95% der Energie einsparen kann, die man fürs Kühlen des dahinterliegenden Raumes bräuchte. Also, na, das ist schon eine Menge Energie, die man für eine Klimaanlage, was auch immer für eine Kühlgeschichte bräuchte, um halt den Raum entsprechend runterzukühlen. Hurra, wir bauen. Der Podcast rund ums Bauen und Renovieren vom Family Home Verlag. Hallo, mein Name ist Monika Läufle. Ich bin Chefredakteurin beim Family Home Verlag. Mir gegenüber sitzt immer noch Toni Kirchner. Wir sitzen immer noch im Sonnenforum in Wertheim und wir reden weiterhin über Sonnenschutz. Ich würde jetzt einfach mal mit ein paar Planungstipps anfangen und ein wichtiger Planungstipp betrifft den Insektenschutz. Mhm. Weil ich glaube, wir alle kennen das, wir sitzen draußen auf der Terrasse und dann hören wir schon zzzzup und die Insekten sind im Haus drin. Was würdest du zum Thema Insektenschutz raten? Ja, da würde ich natürlich empfehlen, so wie gehabt, sich das im Vorfeld, also je nach Möglichkeit, sich es im Vorfeld, bevor man baut, gerne auch schon zu überlegen, welche Räume dann die entscheidenden sind, wo vielleicht auch Türen offen sind, wo ich Durchgänge habe, wo ich auch Fenster häufig öffne, Schlafräume, Übergänge von Wohn-Essbereichen zur Terrasse und so weiter, um halt dann da wirklich einen entsprechenden Insektenschutz schon rechtzeitig mit einzuplanen. Wobei auch den kann man nachrüsten. Also geht sowohl als auch. Und ja, da gibt es verschiedene Lösungen vom Festrahmen am Fenster, den man dann auch trotzdem rein und raus machen kann, aber halt nicht auf und zu schieben oder fahren, sondern eben vielleicht im Winter rausmachen, im Frühjahr wieder reinmachen. Es gibt entsprechende Schiebetüren für so große Schiebebalkontüren zum Beispiel. Es gibt Drehtüren, es gibt auch Plissés, auch dafür Schiebetüren-Varianten. Man kann Pendeltüren auch installieren für Durchgangstüren, auch immer gern genommen, die in beide Richtungen dann auf und zu gehen. Also da gibt es schon echt viele Möglichkeiten, den Insekten Einhalt zu gebieten. Und darüber hinaus gibt es neben dem Bereich Insektenschutz mittlerweile auch Gasen, also diese Gitter im Prinzip, dieses Tuch, dieser Stoff, der die Insekten abhält, der eben sogar auch Pollen und Feinstaub aus der Luft filtern kann. Also selbst wenn man allergisch ist und ländlich wohnt, muss man nicht auf frische Luft verzichten, sondern man kann halt auch da durch die entsprechende Wahl des Produktes und der Gase dafür sorgen, dass man Fenster öffnen kann und trotzdem ungestört frische Luft im Innenraum genießen kann. Und je früher ich das mit einplane oder mit einbaue, desto eleganter sieht es auch einfach aus. Ja, also auch da können wir natürlich uns in vielen Bereichen der Ist-Situation anpassen, wenn man es nachrüstet. Also ich würde das jetzt grundsätzlich nie ausschließen, das auch nachrüsten zu können, wird auch oft gemacht. Aber wie immer im Baubereich ist natürlich super und ganz prima, wenn ich es im Vorfeld schon mit plane. Erstmal habe ich dann vom ersten Tag an das entsprechende Schutzprodukt mit am Haus und darüber hinaus kann man es halt wirklich gut kombinieren. Manche Sachen kann man auch direkt mit dem Rollladen oder mit der Jalousie bestellen, sodass man es halt dann gar nicht getrennt irgendwo anbringen muss, sondern ist es im Kasten auch gleich mit drin. Also die Möglichkeiten gibt es dann schon auch. Was ja auch noch ein großes Thema ist, ist die Reinigung. Hast du für uns Reinigungstipps? Also kann man irgendwie beim Bauen schon irgendwie was planen, dass man weniger reinigen muss oder dass die Reinigung einfacher ist? Ja, es gibt natürlich Möglichkeiten, die Reinigung zu vereinfachen, indem man halt das passende Reinigungsequipment dazu nimmt. Da gibt es beispielsweise für die Jalousien entsprechende Lamellenzangen, Bürsten, wo man Lamelle für Lamelle reinigen kann oder auch für große Systeme entsprechende Bürsten, die gleich mehrere Lamellen reinigen. Kommt vielleicht auch immer darauf an, wie viele Lamellen, wie viele Fenster man dann da entsprechend mit einem Produkt ausgestattet hat. Was auf jeden Fall zu sagen ist, ist, dass man eben eine Lamelle gut reinigen kann von beiden Seiten, weil man halt über den Einsatz von diesen Lamellenzangen quasi Lamelle für Lamelle putzen kann. Beim Rollladen kann es ja manchmal schwierig sein, auch eine Innenseite dann zu reinigen, muss man vielleicht Stück für Stück dann tief fahren und von innen reinigen, von außen dann entsprechend mit einer Leiter oder wie auch immer man dann da an den Punkt kommt, ist vielleicht etwas schwieriger dann, was die Reinigung angeht. Und eine Markise, Fenstermarkise kann man natürlich abhängig vom Stoff
auch unterschiedlich reinigen. So Acryltücher sollte man besten auch immer erstmal abbürsten, trocken, soweit wie das geht. Weil? Weil natürlich da, wenn ich da mit einer Lauge, mit einer Seifenlauge oder so rangehe, je nachdem, was das für eine Verschmutzung ist, Vogelkot oder so, kann natürlich dann auch großflächig verschmutzen. Da muss man halt immer gucken, dass man nicht mehr Schaden anrichtet, sage ich mal, als dass es dann einen Nutzen und einen Effekt hat. Aber auch da gibt es mittlerweile Reiniger, zum Beispiel auch auf Markisen, die man nutzen kann, um halt entsprechende Flecke zu beseitigen. Da muss man halt auch immer gucken, wie komme ich hin? Kann ich es von oben irgendwie machen, aus dem Raum darüber? Kann ich mit einer Leiter arbeiten? Im schlimmsten Fall, das wird man natürlich jetzt nicht jedes Jahr machen, aber wenn es mal ganz sehr verschmutzt ist nach vielen Jahren, kann man natürlich auch Tücher oder Lamellen oder bestimmte Bereiche dann auch mal tauschen und die gegen eine neue ersetzen, um halt da die Verschmutzung dann nicht mehr zu sehen. Wie oft würdest du raten zu reinigen? Also beim Fensterbereich machen wir es hier bei uns in der Ausstellung, also so 4-mal im Jahr. Das wird man wahrscheinlich im Privatbereich in der Art vielleicht nicht unbedingt umsetzen, aber wenn es möglich ist, würde ich es schon machen, wenn ich die Fenster reinige. Kommt halt immer drauf an, auch wie die Wohnlage ist. Gerade wenn der Blütenstaub dann einmal durch ist, macht es ja vielleicht Sinn, mal zu reinigen, bevor so der Hochsommer losgeht. Weil ich meine, klar, je mehr Verschmutzung dann auf einer Lamelle ist, wenn ich da den ganzen Tag die volle Sonneneinstrahlung drauf habe, ist sicherlich nicht ganz so gut. Also ich würde es schon vielleicht 2-mal im Jahr versuchen, die Sachen dann ordentlich. Warum ist es nicht so gut, weil es sich dann reinbrennt und man es dann wesentlich schwieriger auch wieder wegbekommt? Ja, also das kommt auch wieder auf die Farbe natürlich drauf an. Manche Farben sind dankbarer, manche sind halt vielleicht weniger dankbar, was so Verschmutzung angeht, aber je öfter man es reinigt, umso einfacher ist natürlich, wie überall, natürlich die Verschmutzung dann auch zu beseitigen. Und je seltener man es macht, umso schwieriger wird das dann halt. Welche Farben sind dankbar, welche Farben sind undankbar? Also bei welchen sieht man den Schmutz sofort und bei welchen eher nicht sofort? Ja, also ich sehe es hier so bei diesen weißen Ausstellungsmustern, je nach Wohnlage. Wir haben hier viel Wald, ländliche Gegend auch rundherum. Da sieht man natürlich schon immer mal auch die ein oder andere grüne Verfärbung. Bei etwas dunkleren Oberflächen sieht man die nicht ganz so gut. Bei einem dunkleren Grau oder so ist das vielleicht nicht ganz so auffällig wie bei so einem ganz hellen Weißton dann. Also je näher zur Wiese oder zum Wald man wohnt, desto dunkler dürften dann die Rollläden und Jalousien auch sein. Wenn du es jetzt nur aus dem Punkto Reinigung betrachtest, ist das vielleicht richtig. Es spielen natürlich wieder viele andere Faktoren noch eine Rolle. Wie passt es zu meinem Haus? Was ist der Nutzen vom Produkt, haben wir ja vorhin schon gesagt. Bei einer Jalousie will ich viel Tageslicht haben, will ich es eher dunkel haben. Das ist ja sehr individuell. Aber was die Reinigung angeht, ist natürlich schon so, dass eine ganz helle Oberfläche einfach die Verschmutzung mehr sichtbar macht als eine dunkle Oberfläche. Genau, wir nehmen es einfach bei dem einen, zu dem einen, es ist ein Faktor von vielen, genau, mit dem wir dann individuell entscheiden, welche Verschattung und welche Farbe zu einem passt. Also auch da, holt euch gerne den ersten Teil noch an, falls ihr den noch nicht kennt, wo wir allgemein über ausliegenden Sonnenschutz geredet haben. Ja. Gut. Wir haben Reinigung, wir haben Insektenschutz. Wir hatten im ersten Teil auch schon darüber gesprochen, dass man ja auch Verschattung nicht manuell, sondern quasi auch mit Tastern steuern kann. Was ist denn, wenn Stromausfall ist? Ja, dann könnte es natürlich unter Umständen sein, dass ich meinen Sonnenschutz nicht mehr bedienen kann. Könnte passieren. Und ja, vor dem Hintergrund ist natürlich immer gut, wenn man noch den einen oder anderen Fluchtweg auch hat. Kann ja sein, dass mal ein Brand ausbricht. Man wünscht es ja nicht, aber kann ja trotzdem passieren. Oder dass halt überhaupt gar kein Strom mehr da ist. Und insofern ist es sicherlich nicht verkehrt, gerade beim Fenster eine Möglichkeit zu haben, auch noch das Gebäude zu verlassen. Und da gibt es mittlerweile Möglichkeiten, wo man über das sogenannte Seco-Kit die Produkte auch manuell zusätzlich zur elektrischen Bedienung bedienen kann. Also ich könnte zum Beispiel einen Rollladen dann über einen zusätzlichen Gurt nach oben fahren, manuell nach oben ziehen. Sodass also einfach ziehen und der geht auf. Ja. Genau, der geht auf, wie man es von früher auch kennt, ne, der klassische Gurt am Rollladen, sodass der hochgezogen wird, dann kann ich das Haus verlassen und der bleibt auch oben. Und wenn dann wieder Strom da ist, kann ich den sogar ganz normal wieder so bedienen wie vorher. Also ich brauche auch keinen Techniker oder so, der das dann entsprechend nochmal wieder einstellt, sondern das funktioniert automatisch dann wieder. Ja, und ansonsten ist es eben auch so, dass man bei einer Außenjalousie mittlerweile auch dieses Seco-Kit hat. Da funktioniert das so, dass man die Jalousie nach oben schiebt. Also die kann man ja relativ einfach von unten hochheben und dann je nachdem auf Kopfhöhe diese entsprechenden Halterpunkte
in den Führungsschienen integriert, wo dann die Jalousie entsprechend stehen bleibt, sodass ich auch da das Gebäude verlassen kann. Und für die Markise gibt es auch diese Rollo-Bedienung, ja. Gurtbedienung. Also wichtig ist einfach nur, wenn ich dann alle meine Rollläden oder meine Verschattung elektrisch bedienen will, dass ich dann nicht ein Fenster quasi eine manuelle Rollläden brauche, sondern es geht dann quasi beides. Kann elektrisch bedient werden, aber ich kann im Notfall einfach hochschieben oder einfach per Gurt einfach ziehen und dann komme ich auch raus. Ganz genau, ja. Genau, hier war noch der Hinweis, also erkundigt euch, was euer Bundesland festlegt, wo man einen zweiten Fluchtweg haben muss, wo es vorgeschrieben ist, dass man quasi noch einen zweiten Fluchtweg hat, damit man da einfach auch mit dran denkt und es dann entsprechend einbaut, einplant. Korrekt, ja. Genau. Wir hatten ja auch im ersten Teil auch viel über das Thema Nachrüsten gesprochen. Was ist jetzt, wenn ich in einem Haus lebe, ein Bestandsgebäude und merke, so, mir fehlt ein Sonnenschutz? Welche Möglichkeiten habe ich zum Nachrüsten? Ja, grundsätzlich würde ich mal sagen, das schließt jetzt eigentlich nichts weiter aus. Man kann alle unsere Produkte auch nachrüsten, also ob es jetzt die Jalousie ist, der Rollladen oder die Fenstermarkise, um halt vorhandene Glasflächen gut zu beschatten, ist auch kein Problem, über bestimmte Systeme das vors Fenster zu setzen. Das muss man sich dann im Einzelfall anschauen, aber nachrüsten ist auf jeden Fall überhaupt kein Problem. Das ist kein Problem. Und was spannend ist, der Gesetzgeber hat ja auch erkannt, der Staat hat auch erkannt, dass der ausliegende Sonnenschutz ja ein wichtiger Faktor ist, damit, also man geht davon aus, dass man in Zukunft genauso viel Geld fürs Kühlen oder genauso viel Energie fürs Kühlen braucht wie fürs Heizen. Und wenn man einfach einen ausliegenden Sonnenschutz hat, braucht man zumindest ein bisschen weniger Energie. Ja. Und deswegen gibt es Geld, wenn man ausliegenden Sonnenschutz nachrüstet. Korrekt. Erzähl doch ein bisschen mehr über die Förderung. Ja, also ich habe tatsächlich sogar die Info, dass man durch einen außenliegenden Sonnenschutz, also zum Beispiel die Jalousie, bis zu 95% der Energie einsparen kann, die man fürs Kühlen des dahinterliegenden Raumes bräuchte. Also das ist schon eine Menge Energie, die man für eine Klimaanlage, was auch immer für eine Kühlgeschichte bräuchte, um halt den Raum entsprechend runterzukühlen. Das kann man im Umkehrschluss also verhindern durch einen außenliegenden Sonnenschutz beispielsweise oder durch einen Sonnenschutz am Fenster. Und genau, das hat die Regierung auch erkannt und fördern das. Und das ist entsprechend auch abhängig natürlich wieder vom Gebäude. Es wird also nur bei Renovierungen bei Bestandsgebäuden gefördert, die also schon eine Weile auch stehen. Ich glaube, 5 Jahre waren es ungefähr. 5 Jahre sind es, ja. Meine schon. Und und da kann man dann den außenliegenden Sonnenschutz, der parallel zum Fenster verläuft, also mit anderen Worten den Rollladen, die Jalousie oder die Fenstermarkise, was wir im ersten Teil besprochen hatten, unter Umständen auch fördern lassen, und zwar bis zu 15% von der Investitionssumme. Das wird man über den Energieberater bzw. Fachhändler, Baufirma, die das dann einbaut, entsprechend nochmal genau spezifizieren können, wie hoch diese Fördersumme ist. Würde ich mich auch informieren im Vorfeld. Da gibt ja manchmal auch so bestimmte Wege, die eingehalten werden müssen. Wann muss so ein Antrag gestellt werden und so weiter. Also auch da kann ich nur empfehlen, sich vorher nochmal damit zu beschäftigen, auch mal online zu recherchieren. Gibt es ja heute viele Möglichkeiten, um sich da gut zu informieren. Und da halt, und man braucht ja einen Energieberater, eine Energieberaterin, die das vorab dann quasi auch ausrechnet, damit man die Förderung dann auch bekommt. Ja. Also dann nicht erst kaufen und dann im Nachgang die Rechnung einreichen, das wird nicht funktionieren, sondern man sollte das dann vorab planen und einreichen. So ist es, ja. Es gibt ja auch Förderassistenten, die man online nutzen kann, um halt um zu schauen, ist mein Haus oder diese Bausituation überhaupt grundsätzlich förderfähig, ja oder nein? Und da wird einem dann auch nochmal der Weg im Prinzip offeriert, den man gehen kann über Energieberater, Fachhändler. Ja. Genau, ich werde dann auch den Förderassistenten auch verlinken. Super. Genau. Über was wir noch gar nicht gesprochen haben, sind jetzt nicht die Fenstermarkisen, sondern sozusagen die normalen Markisen. Ja. Und ich würde jetzt einfach überleiten zum Thema Garten. Also wer wie ich sofort nach 5 Minuten Sonnenbrand bekommt, der weiß, wie essentiell Schatten draußen auch ist. Und ich würde jetzt einfach nochmal kurz mit dir die unterschiedlichen Möglichkeiten besprechen, aber auch, was man bei der Planung beachten muss. Fangen wir doch mal nicht mit der Fenstermarkise, sondern mit der normalen Markise an. Ja, also grundsätzlich, weil du sagst, was man bei der Planung beachten muss, ist natürlich immer gut, wenn man auch da im Vorfeld
je nachdem, wie die Situation ist, wenn man, bevor man baut, sich schon mal überlegt, was ist jetzt die Terrasse, die ich nutzen möchte oder wie möchte ich sie nutzen. Manchmal hat man ja auch mehrere Möglichkeiten am Haus und sicherlich ist eine Südseite oder auch eine Südwestseite natürlich immer gut, wenn man sie verschattet, weil man da eigentlich immer Sonne hat. Ne? In der einen Jahreszeit ein bisschen höher stehen, in der anderen ein bisschen tiefer stehen, aber die Sonne wird immer da sein. Und das kann unter Umständen, du weißt ja, wie die Sommer, so die letzten Sommer waren, das können bei uns dann schon manchmal auch 30, 40 Grad oder mehr eben auch in der entsprechenden Sonne sein. Und das wäre ja schade, wenn man seine Terrasse dann nicht entsprechend nutzen kann. Und insofern ist das natürlich gut, sich voraus auch schon mal zu überlegen, wo habe ich die Terrasse, meine Hauptterrasse vielleicht am Haus und welche Himmelsrichtung hat die. Also ne, im Osten geht die Sonne ja auf, im Süden ist sie dann über Mittag und im Westen geht sie unter. Das sind im Prinzip so die drei Himmelsrichtungen, wo man sagen kann, da sollte man schon irgendwo je nach Nutzen wieder einen Sonnenschutz integrieren. Und dann ist natürlich so, dass der Sonnenschutz außen am Haus, wenn man ihn ans Haus befestigen möchte, dass man das an der Wand machen kann. Muss man dann vor Ort gucken, wie ist die Situation an der Wand? Na, habe ich da eine Dämmung? Was muss ich vielleicht beachten, dass da nichts beschädigt wird, was nicht soll? Sagen wir mal, das sind aber die Firmen, die das einbauen, auch Profis vor Ort und haben da viele Möglichkeiten. Oder kann ich es vielleicht auch an die Decke montieren, an den Dachspannen? Was für Möglichkeiten habe ich da? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das auch. Also wichtig, nicht einfach drauf losbohren, sondern erstmal gucken, wo kann ich, ohne dass ich die Dämmung kaputt mache. Und natürlich, wenn ich es von Anfang an im Neubau mit einplanen will, dann auch gleich mit einplanen, damit die Markise dann auch richtig sitzt und die Dämmung nicht kaputt macht. Das ist natürlich optimal, kann ich nur empfehlen, im Prinzip den Sonnenschutz in Form von Markise, wie auch immer, direkt mit einzubauen. Dann kann ich eben meine schöne Terrasse, die vielleicht in Südlage optimalerweise ist, auch vom ersten Tag an nutzen. Weil ansonsten wird man es wahrscheinlich nicht nutzen können. Und dann ist auch sichergestellt, dass natürlich die entsprechenden Befestigungspunkte, die man dann für das jeweilige Produkt braucht, auch schon direkt mit eingeplant sind und genutzt werden können. Gibt es wichtige Tipps oder Planungsfehler oder typische Fehler rund um die Markise? Also was würdest du Bauherren oder Nachrüstern raten? Also ich würde raten, dass man auch da sich im Vorfeld genau überlegt, wie möchte ich die Fläche nutzen? Oder wie möchte ich die Terrasse nutzen? Was sind meine Anforderungen? Das kann ja ganz vielfältig sein, das erlebe ich immer wieder. Die einen sagen, ach, wir wollen da im Sommer mal draußen sitzen, ne, und haben ja eigentlich auch im Innenbereich viele Fleckchen, wo wir sitzen können. Also wir wollen es nur temporär, punktuell mal nutzen. Und wenn dann gerade die Sonne scheint, wollen wir natürlich nicht direkt in der Sonne sitzen. Also uns reicht da eine entsprechend ganz kleine Markise vielleicht, um das mal punktuell abzudecken. Der Nächste sagt, ach, ich habe sehr viel Wind vielleicht an der Situation, zwar Sonne, aber auch viel Wind. Da wird vielleicht eine klassische Markise gar nicht reichen, weil halt durch den Wind ich die gar nicht so benutzen kann, wie ich sie will. Und wieder der Nächste sagt, ich will eigentlich von März bis Oktober draußen sitzen oder will vielleicht auch ganzjährig meine Möbel draußen stehen lassen und ist dann vielleicht nicht mit einer Markise richtig gut versorgt, sondern eher mit einem Dach. Also sagen wir mal, so hat man ja ganz unterschiedliche Anforderungen, die man dann halt für sich selber erstmal wieder hinterfragen muss. Was will ich, was ist mir wichtig, wie ist meine Wohnsituation vor Ort, um dann halt eine Idee zu kriegen, was der richtige Sonnenschutz auch auf der Terrasse ist. Bei Dach, also wir reden jetzt nicht über ein Wintergartendach, sondern über ein Lamellendach. Dann. Ja, also wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, mit Dächern zu verschatten oder entsprechend Schutz herzustellen. Es gibt Lamellendächer. Also das sind Varianten, wo ich je nach Ausführung diese Aluminiumlamellen, die bestehen ja eben auch aus Aluminium, sehr freundliches Material, was man weder streichen muss, noch irgendwie groß behandeln muss oder so, ne, was einfach sehr langlebig auch ist. Und diese Aluminium-Lamellendächer haben eben den Vorteil, dass ich das schließen kann, dann habe ich von oben einen sehr guten Regenschutz. Ich kann es aber auch öffnen, um halt eine Belüftung herzustellen, um diesen Kamineffekt, kennt man vielleicht auch, zu erzeugen, dass man halt immer so ein schönes, kühles Luftgefühl dann auch hat in dem Raum. Es gibt aber mittlerweile auch Dächer, wo man ein Glas oben drin hat. Das ist dann für den dauerhaften Wetterschutz natürlich gut. Also wenn ich sage, ich will auch im Winter und bei Wind und Wetter da wirklich Möbel stehen haben, die halt vor Witterung, Wind und Wetter und Regen geschützt sind, ist das vielleicht die richtige Lösung. Dann in Kombination mit einer Markise oben drüber, unten drunter. Und es gibt sogar jetzt auch Dächer, wo man wetterfeste oder überhaupt Sonnenschutztücher integriert,
die dann eben ähnlich wie eine Markise funktionieren, aber kubisch auf vier Füßen oder an der Hauswand angebunden und auf zwei Füßen stehen. Das ist dann quasi Flachdach sozusagen, genau. Flachdach ohne Wände. Genau, ja. Optional auch mit Wänden, auch da gibt es alle Möglichkeiten. Also ich kann auch die Seiten verschließen, eben wieder mit diesen senkrechten Fenstermarkisen, wie wir es vorhin hatten, und halt ohne Fenster, einfach im Prinzip in diesen Pfosten. Ich kann darüber hinaus auch Holzschiebeläden integrieren, Aluminiumschiebeläden oder Glasschiebeläden. Also wenn ich das ganz wetterfest haben möchte und wirklich bei Regen oder auch bei Wind da im Prinzip das ganze Jahr draußen sitzen möchte, dann ist vielleicht die Variante mit Glasdach oder auch mit geschlossener Lamelle und mit der entsprechenden seitlichen Verschattung über Glasschiebeläden. Übergang zum Wintergarten im Endeffekt fließend zu einem kalten Wintergarten. Kaltwintergarten versus warmen Wintergarten, ja. Muss man halt auch überlegen, ja. Was will ich, aber das ist auf jeden Fall eine Fläche, die man schon sehr lange dann im Jahr nutzen kann und wo man halt auch sagen kann, wenn es mal regnet oder wenn es auch lange regnet, ist ja heute auch so, die Sommer sind ja manchmal schon auch echt extrem, von einer absoluter Hitze über Hagelschauer und dann gleich wieder Hitze, ist ja auch alles dabei. Insofern muss man halt immer überlegen, wie ist meine Wohnsituation und wie will ich es nutzen. Ne, wenn das die Anforderung ist, ist man vielleicht mit einem Dach dann richtig bedient. Ja. Also heißt, wir haben jetzt wir haben die Markise, wir haben die Lamellendächer. Gibt es sonst noch eine Art Sonnenschutz, die man direkt an die Fassade oder die direkt an der Fassade stehen? Oder sind das eigentlich die zwei Möglichkeiten? Ja, man könnte zum Beispiel noch Sonnensegel auch an die Fassade anbringen, zumindest mal punktuell. Ein Segel ist ja auch ein sehr filigranes, absolut designorientierter Sonnenschutz, sagen wir mal, der auch große Flächen im Prinzip beschatten kann. Die gibt es jetzt übrigens sogar auch mit Höhenverstellung an dem Pfosten, sodass man auch die tiefstehende Sonne aus Richtung Westen dann am Abend ganz gut abschatten kann und halt nicht geblendet wird. Die könnte man auch noch ans Haus befestigen. Und man kann natürlich auch unabhängig von der Hausbefestigung auch einen Sonnenschirm nutzen. Gibt es auch noch. Für denjenigen, der sagt, ich habe da punktuell den Wunsch, Schatten zu erzeugen, gibt ja auch Ampelschirme mit Drehfuß zum Beispiel, wo ich auf der einen Seite den Esstisch, auf der anderen Seite den Pool verschatten kann. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Gibt viele Möglichkeiten. Ich würde nochmal zurück zu den Sonnensegeln gehen. Also man braucht im Endeffekt drei Befestigungspunkte. Davon können zwei an der Fassade sein und dann brauche ich noch eine Art Ständer, wo ich dann den dritten Punkt befestigen kann. Kommt wieder drauf an, wie ich es nutzen will. Es gibt ja auch Sonnensegel, die in beide Richtungen ausgezogen werden können. Da bräuchte man dann vier Befestigungspunkte. Also auch das, sagen wir mal, ist wieder abhängig davon, was man will. Also man kann es mit drei oder auch mit vier Punkten befestigen und man kann eben auch Wandanbindung, also an die Hauswand oder an die Decke, wie auch immer, kombinieren mit Pfosten, die dann im Garten oder freistehend dann entsprechend genutzt werden können, sodass ich halt auch die Größe und auch die Höhenverstellung halt auch gewährleisten kann. Du hattest gesagt, also Vorteil Sonnensegel, es sieht also sehr filigran aus, also die Optik, gibt es noch andere Aspekte, die für ein Sonnensegel sprechen? Ja, unbedingt, also neben der filigranen Optik ist auch die Größe der zu verschattenden Fläche natürlich ein Vorteil. Also gibt da eben auch Segel, wo man bis zu 9 Meter auf 13 Meter Ausfallflächen verschatten kann. Im Vergleich, was kann eine Markise maximal? Naja, das kommt immer drauf an, was für eine Markise. Eine klassische Gelenkarmmarkise kann bis zu vielleicht so 7 Meter in der Breite und je nach Ausstattung bis zu 3,50 Meter bis 4 Meter in der Tiefe gehen. Eine Pergolamarkise geht bis zu 6 auf 6 Meter. Lamellendach 6 auf 4 plus minus oder 7 auf 4, 7 auf 5. Und hier dann mit 9 Meter Tuchwelle und je Auszugsseite 6,50 Meter. Also je Auszugswelle meinst du, es ist quasi in der Mitte, zieht es sich von beiden Seiten auf? Ja, man hat ja im Prinzip, also das Tuch wird ja aufgewickelt, wenn man so ein elektrisches Segel jetzt zum Beispiel nimmt, gibt ja verschiedene Segel auch nur wieder. Eine Möglichkeit ist das elektrische Sonnensegel, wo im Prinzip das Tuch auf einer Welle aufgewickelt wird. Und das fährt dann zu zwei Seiten oder zu einer Seite aus. Und das gibt es wirklich bis zu Größen bei uns zumindest mal von 9 Metern Breite der Tuchwelle und je Auszugsseite bis zu 6,50 Meter. Also auch ein Sonnensegel muss ich jetzt nicht die ganze Zeit aus, also man kann es auch wieder einwickeln. Korrekt.
Gibt also aber relativ, auch feste Segel, okay, ne, wie man möchte. Genau, gibt verschiedene Varianten dann da. Und das ist sicherlich auch von der Größe her dann nachher wieder ein Vorteil, den das Segel abbildet. Mhm. Noch dazu kann ich auch beim Sonnensegel verschiedenste Arten von Tüchern verwenden, um halt da auch einen farblichen Akzent zu setzen. Ich kann die Pfosten in Edelstahl oder Aluminiumpulver beschichtet bekommen. Mhm. Also und eben auch durch die Höhenverstellung mittlerweile halt auch so, dass ich zumindest an den Auszugspfosten die Sonne dann auch entsprechend draußen lassen kann in Richtung Westen oder Osten, wenn ich dann die etwas tiefer stehende Sonne auch habe. Nehme an, ich habe wieder ein Haus, das sehr abschüssig steht und wo es sehr, sehr, sehr windig ist. Was hält am meisten Wind aus? Die Markise, das Sonnensegel? Kommt drauf an. Gell, das weißt du jetzt ja schon. Kommt immer drauf an. Kommt auf die Markise drauf an. Ja. Sicherlich ist die windstabilste Art der Markise die Pergola-Markise. Also erklär nochmal kurz, was eine Pergola-Markise ist. Die Pergola-Markise ist die Variante, die noch senkrechte Stützen vorne hat, mhm, also wo die Markise an der Wand, die Konsole an der Wand angehaftet ist, aber wo eben vorne, hast du bestimmt schon mal gesehen, ja, auch links und rechts zumindest mal, je nach Größe, zwei Pfosten dann halt auch in der Erde. Also es schwebt quasi nicht, sondern es hat dann vorne noch eine Abstützung. Genau, einfach, und hat auch zwei Führungsschienen oben drin, mhm, wo das Tuch dann im Prinzip drin rein und raus fährt. Mhm. Das hat halt den Vorteil, dass ich relativ große Flächen, ich sagte es vorhin schon, bis zu 6 auf 6 Meter, je nach Ausführung, verschatten kann. Die gibt es auch in besonders windstabilen Ausführungen, auch mit wetterfesten Tüchern dann. Wetterfeste Tücher, also was halten die aus? Na, da gibt es Tücher, die bis zu 7000 mm Wassersäule abhalten können, je nach Markise. Da muss man natürlich dann bedenken, dass es auch nicht nur das Tuch alleine macht, sondern natürlich dann auch wieder die Installation. Mhm. Welchen Neigungswinkel habe ich dann? Da brauche ich natürlich auch gewisse Neigung, damit das Wasser abfließen kann. Und da gibt es eben Varianten, Pergola-Markisen, die über die entsprechenden Fetten, die dann im Vorderbereich das Tuch quasi auslaufen lassen und wo dann das Regenwasser in die Pfette fließt und dann geführt über Wasserauslässe dann an den Seiten abgeleitet wird. Also da könnte vielleicht eine Pergola-Markise dann die richtige Wahl sein. Das Sonnensegel ist, was die Windstabilität angeht, vielleicht vergleichbar mit einer klassischen Kassettenmarkise, das okay, elektrische Sonnensegel. Aber ich höre jetzt auch aus, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel gern bei Regen draußen sitzen will, mhm, oder wenn ich vergesse, oder wenn ich jetzt schon weiß, dass ich es total oft vergessen werde, die Markise einzufahren, dann kann ich mich auch informieren, welche Markisen oder welcher Sonnenschutz im Garten Wasser gut aushält. Das unbedingt, ist dann nicht, keine Katastrophe, wenn ich das von vornherein weiß und vornherein dementsprechend plane. Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, sich da im Vorfeld wirklich Gedanken zu machen. Das erlebe ich immer wieder auch in meinen Beratungen, dass man sich wirklich erstmal die Frage stellen muss, wie will ich es nutzen? Mhm. Na, wie ist die Situation zu Hause? Na, wie viel Wind habe ich? Wie viel Wetter will ich dann eben auch nutzen? Und dahingehend dann die richtig gute Entscheidung für mich zu treffen. Auch da ist es ja wieder ganz verschieden möglich. Ich kann beispielsweise auch über die Wahl der Steuerung natürlich auch die Markise smart machen oder das Segel und halt auch sagen, naja, wenn jetzt der Wind entsprechend geht und ich weiß, die Markise A oder das Sonnensegel B hat den und den Windgrenzwert, dann kann ich das auch automatisch einstellen. Du mhm, hast gerade gesagt, wenn man vergisst oder so, wenn man das dann vergisst einzufahren, dann fährt die halt automatisch mhm, dann auch rein, sodass ich keine Sorge haben muss, dass das Produkt dann entsprechend Schaden nimmt. Ja. Gibt es sonst noch hast du sonst noch Planungstipps rund im Garten oder fällt dir auf, dass Besucher hier Sachen immer wieder vergessen oder von was total irritiert sind oder sich wundern? Ja, also ich kann zum Beispiel noch einen vielleicht ganz guten Tipp abgeben. Das am meisten vermisste Produkt oder Produktfeature, was ich hier so mitkriege im Markisenbereich, ist tatsächlich das Volant-Rollo. Also erklär kurz, was das ist. Ja, das Volant-Rollo klingt schwierig. Ne? Musste auch lange üben, dass ich das so fließend aussprechen kann. Volant-Rollo ist auf jeden Fall ein senkrechtes Rollo, was im Prinzip, wenn die Markise ausgefahren ist, vorne aus dem Ausfallprofil im Prinzip runterfährt. Und ich hatte vorhin schon mal davon gesprochen, dass ja die Sonne im Osten aufgeht und im Westen untergeht. Und immer wenn sie auf- und untergeht, nimmt sie ja nochmal einen anderen Winkel ein. Also sie steigt oder sie fällt. Und hast vielleicht auch schon erlebt, es ist halt immer sehr unangenehm, wenn man auf der Terrasse sitzt und vielleicht gerade frühstücken möchte oder Abendessen möchte und man wird geblendet dann von der untergehenden oder aufgehenden Sonne. Und das kann man eben durch so ein Volant-Rollo, was dann eben vorne, wenn die Markise ausgefahren ist, noch tief gefahren werden kann. Je nach Markise geht es auch elektrisch. Wie tief kann das fahren? Also bis zum Boden oder reden wir da von 20 Zentimetern?
Ja, sowohl als auch. Okay, also es gibt auch da wieder alle Möglichkeiten. Es gibt feste Volants, die dann im Prinzip 10 bis 20 Zentimeter immer da hängen. Es gibt aber eben auch die Rollos, die man je nach Steuerung der Markise, ob mit Kurbel oder mit Motor, dann bis zu 1,80, 2 Meter tief auch runterfahren kann. Und wo man wirklich ein sehr gutes Raumgefühl erzeugen kann und wo man selber bestimmen kann, ich möchte es jetzt 30 Zentimeter runterfahren oder einen Meter oder vielleicht auch mal 1,50, weil ich nicht will, dass die Nachbarn jetzt mir gerade auf den Teller gucken. Also das ist wirklich das Produkt, wo ich immer wieder auch Kunden hier habe, die sagen, Mensch, hätten wir das gewusst, dass es das gibt, das hätten wir auch genommen, einfach um den Sichtschutz, Blendschutz, aber auch dieses besondere Raumgefühl dann eben auch herzustellen. Und das kann man schlecht nachrüsten. Ja, kommt drauf an. Also ne, kann man in einzelnen oder kann man in bestimmten, bei bestimmten Markisen besser nachrüsten. Bei anderen ist dann halt immer die Frage, wie ist Aufwand und Nutzen dann im Verhältnis. Kann man aber bei seinem Fachhändler mal anfragen, welche Möglichkeiten es gibt. Besser ist aber auch da natürlich, wenn ich es weiß, dass ich es vorher plane und vorher gleich mitplane. Und das sind so die Dinge, die man eben sehr gut auch sich ja im Vorfeld überlegen kann und dann im Rahmen von so einer Beratung hier bei uns, wie auch immer, dann auch erleben kann und sich da wirklich die perfekte Produktauswahl im Prinzip herbeiführen kann. Gibt es sonst noch was, also wo deine, wenn die Besucher kommen, die dich oft fragen oder was die irritiert oder was die wundert? Ja, ich denke auf jeden Fall schon die Vielzahl an Möglichkeiten, die es gibt. Ich meine, du merkst es ja jetzt auch in unserem Gespräch, das Volant-Rollo ist eine Ausstattungsoption. Man kann auch Beleuchtung integrieren, man kann die verschiedensten Sensoren integrieren. Viele Leute sind auch immer ganz begeistert von der Varianz der Tücher, weil auch da gibt es natürlich unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, mit Farbe zu spielen, aber auch physikalisch-thermische Eigenschaften einfließen zu lassen, welche Farbe hat welchen sommerlichen Wärmeschutz, was ist beim Blendschutz zu beachten, der UV-Schutz, du hast es vorhin angesprochen, Menschen mit einem hellen Hautton brauchen natürlich vielleicht auch einen viel höheren UV-Schutz wieder als andere oder legen da einen Wert drauf und das ist unheimlich spannend und schon auch sehr emotional und da merkt man auch, wie unterschiedlich manchmal so die Ansichten sind, welche Tuchfarbe man dann nun bei sich an der Markise integrieren will. Also das ist schon ein Thema, wo die Leute oft gar nicht denken, dass es da doch so viele Möglichkeiten gibt und dass es doch auch so relevant ist, sich damit zu beschäftigen, damit man halt auch lange Freude unter der Markise hat und eben genau den Nutzen abdeckt, den man will. Ist mir jetzt der Wetterschutz wichtig und ich sage, ich will wirklich bei Dauerregen darunter sitzen, brauche ich natürlich ein ganz anderes Tuch, als wenn ich sage, für mich ist jetzt absolut wichtig, dass ich dann halt da im Prinzip bei einem absoluten starken Sonneneinfall sitzen will. Ne, gibt sowohl als auch, natürlich auch beides, aber kann schon da unterschiedliche Anforderungen mit sich bringen. Erzähl noch ein bisschen mehr über den UV-Schutz, also das heißt dann unterschiedliche Tücher lassen dann unterschiedlich stark Sonne durch. Das heißt, es kann mir dann auch passieren, dass ich drunter sitze und dann trotzdem zu viel Sonne abbekomme, wenn ich mir jetzt das falsche Tuch aussuche. Genau, also der ist ja, gibt ja da auch entsprechende Normen für den UV-Schutz und da gibt es auch ja, verschiedene weltweite Normen. Wir haben ja hier meist die europäische Norm und da gibt es richtige Klassifizierungen. Können wir uns auch im Rahmen der Beratung hier gemeinsam oder gucken wir uns sowieso auch an, gibt es richtige Klassifizierungen, wie lange man mit welchem Hauttyp unter diesem jeweiligen Tuch sitzen kann, bevor man dann halt einen Sonnenbrand kriegt. Also UV-Strahlung ist ja eine Frequenz des Lichtes und das wird schon genau spezifiziert und auch physikalisch-thermisch untersucht. Und das können wir hier auch gemeinsam mit dir als Kundin dann auch rausarbeiten, was für dich dann das richtige Tuch ist. Also da ist ja immer, man kann ja auch da nicht sagen schwarz oder weiß. Ja. Am Ende ist auch immer natürlich nochmal die Optik eine Frage und auch die Praxis. Ne, auf einem ganz weißen Tuch, was vielleicht eine gute Reflexion hat, sehe ich aber vielleicht auch jeden Schmutz. Auf einem ganz dunklen Tuch, was nur wieder eine gute Absorption hat und bestimmt auch einen sehr guten UV-Schutz, wird es vielleicht auch dunkler unten drunter und ich habe halt dann vielleicht auch weniger Lichteinfall. Deswegen glaube ich, ist es halt ganz wichtig, sich dafür auch mal Zeit zu nehmen und sich das anzugucken und sich da auch beraten zu lassen von einem Fachmann oder einer Fachfrau, um dann halt auch die richtige Wahl zu treffen. Weil bedenke, es geht um eine Veränderung an deinem Zuhause oder um einen Neubau an deinem Zuhause und es geht um vielleicht den schönsten Platz im Haus, die Terrasse, die man dann im Sommer auch ja, viel benutzen kann und will. Ja, und ich merke es ja auch, also zwei Fälle,
Bei einem einen konnte man die Terrasse nicht benutzen, weil da irgendwie zu viel Wind immer war. Also da hatte man den Windschutz nicht bedacht. Und ich erinnere mich an meine vorherige Mietwohnung. Wir hatten einen super schönen großen Balkon, wir hatten eine Markise, aber die Sonne kam immer trotzdem so ungünstig, dass die Markise eigentlich nichts verschattet hat. Und wir haben diesen Balkon im Endeffekt nie benutzt, weil es entweder einfach zu heiß immer war. Genau. Also, und sehr schön, dass dir das genauso geht am Ende, siehst du. Also das belegt ja, dass du nicht alleine bist. Das geht schon auch vielen Leuten so. Und man darf ja auch nicht vergessen, so eine Markise beispielsweise dient ja auch dazu, den Raum dahinter auch wieder vor Sonne zu schützen. Mhm. Wenn du eine entsprechende Markise vor dem Fenster hast oder entsprechend am Häuschen dran hast, hilft das ja bestimmt auch dann schon wieder, je nachdem mit dem Volant-Rollo, über das wir vorhin sprachen, dass die Sonne gar nicht im Prinzip in das Wohnzimmer oder die Küche dahinter reinscheinen kann. Also wenn ich eine Markise habe, brauche ich eventuell keinen Rollladen, weil die Markise schon relativ, also die Ausfahrmarkise schon relativ viel abhält. Also auch da immer zusammendenken. Ja, ich würde auch da das eine und das andere nicht ausschließen wollen, weil natürlich der Sonnenschutz in Form von einer Markise an einem Fenster oder einem Raum dahinter auch nicht vergleichbar ist jetzt mit einer Jalousie oder einem Rollladen, was die entsprechenden thermischen Werte angeht. Also wenn, dann würde ich beides empfehlen. Ich will nur sagen, es kann nochmal einen zusätzlichen Effekt mit sich bringen, dass ich vielleicht die Jalousien nicht zufahren muss, sondern halt offen lassen kann, richtig offen lassen kann und habe nochmal zusätzlichen Schutz von oben auch durch die Markise im dahinterliegenden Raum. Also kann ja mehrere Vorteile abdecken. Ich würde es einfach alles zusammenfassen. Also bevor man sich für eine Verschattung oder einen Sonnenschutz entscheidet, sollte man sich erstmal sein Haus anschauen. Genau. Wie steht's? Wie ist es ausgerichtet? Wie windig ist es? Genau. Und dann muss ich mir genau überlegen, für was will ich die Terrasse benutzen? Korrekt. Was ist mir wichtig? Welche Räume will ich wann wofür benutzen? Und dann kann ich mich eigentlich an die Verschattung machen. Ganz genau. So ist es. Und wie gesagt, im besten Fall kann ich nur empfehlen, selber ausprobieren und anschauen ist auf jeden Fall echt zu empfehlen und hilft einfach in der Entscheidungsfindung und sich das auch mit Ruhe und Bedacht zu überlegen. Das ist das, was ich auch immer wieder von unseren Kunden hier höre, dass im Prinzip einfach dieses in Ruhe aussuchen und mal drüber sprechen und sich wirklich genau vor Augen zu führen, was will ich mit dem Produkt machen, am Ende das Entscheidende ist, auch um es halt langfristig mit Freude zu nutzen. Und darum geht es ja. Am Ende sind das alles Produkte, die nicht günstig sind und die im Prinzip maßgeschneidert werden für seine jeweilige Situation. Und da will man ja die richtige Wahl treffen. Da würde ich das so als Schlusswort stehen lassen. Erzähl trotzdem noch mal ganz kurz, wo wir hier genau sitzen. Ja, also wir sitzen hier im Varema Sun Forum. Das befindet sich direkt an der A3 beim Wertheim Village. Und wir haben montags bis samstags 10 bis 18 Uhr geöffnet und können genau das, was ich vorhin zu dir sagte, nämlich das mal anschauen, mal ausprobieren, mal drunter sitzen, mal auffahren, zufahren, die verschiedenen Ausstattungsoptionen mal wahrzunehmen. Genau das können wir hier machen, auch in Ruhe über die Tücher zu gucken, über die thermischen Eigenschaften, den UV-Schutz, den Blendschutz, den sommerlichen Wärmeschutz, die Durchsicht und alles, was damit zu tun hat, einfach auch sprechen und können dich als Kunde, als Bauherrn, als jemand, der was renovieren will, nachrüsten will, hier wirklich ausgiebig beraten und dann von hier aus im Prinzip die Brücke zum Fachhandel schlagen, der dann ja im Prinzip das Produkt an dich verkaufen wird. Und darüber hinaus nochmal als Tipp, es gibt ja auch mittlerweile ganz tolle Augmented Reality Apps, die man kostenfrei im App Store oder Google Play Store fürs Handy, Tablet downloaden kann und wo man auch an seinem eigenen Haus mal die Markise, das Lamellendach, den Sonnenschirm dann einfach im Outdoor-Living-Bereich, also Markisenbereich, hinvisualisieren kann, wo man sogar den Schattenverlauf schon nachspielen kann, um zu sehen, habe ich denn auch den Schatten am Ende des Tages dort, wo ich ihn haben möchte. Kann ich also nur empfehlen. Darüber hinaus gibt es den Förderassistenten, haben wir vorhin drüber gesprochen. Es gibt noch den Konfigurator auch von Varema, um halt hier an der Stelle auch mal die verschiedenen Stoffe, Farben, Designs an seinem eigenen Haus auszuprobieren und zu testen. Also alles Themen, die bei einem Besuch hier bei uns im Sandforum oder in einem unserer Showrooms entsprechend auch nochmal beleuchtet werden. Genau, ich werde alles verlinken. Also Konfigurator gibt es auch nicht nur, gibt es auch von anderen Herstellern. Ja. Also da hat sich auch in den letzten Jahren ziemlich was getan.
Genau, wenn euch das Thema Bauen und Wohnen interessiert, dann schaut auch auf unsere Seite hurrawirbauen.de vorbei. Da findet ihr immer ganz viele News rund ums Bauen und Renovieren, wie der Name sagt. Es finden sich auch immer tolle Gewinnspiele. Und schaut auch auf unsere Instagram-Seite familyhome-magazin vorbei. Dann, Toni, vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Sehr gerne. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen sonnigen Tag. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Und bis zum nächsten Mal, Moni. Tschüss. Ciao. Ihr wollt noch mehr spannende Hausbauthemen? Schaut auf unserem Online-Portal hurrawirbauen.de vorbei. Dort gibt es viele Artikel rund ums Bauen und Wohnen. Die neuesten Trends und Hausinspirationen zeigen wir auf unserem Instagram-Kanal familyhome-magazin. Ihr liebt es, bei anderen durchs Schlüsselloch zu gucken? Dann schaut euch hier auf unserem YouTube-Kanal um. Wir nehmen euch mit zu Bauherren, testen für euch die neuesten Smart Home Gadgets und erklären komplizierte Hausbauthemen. Wenn euch unser Video gefallen hat, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.